Shalom, meine lieben, lieben Freunde. Nun, ihr wisst, ja, ich meine es nicht böse, seht euch das an, ja, da wird einem als Christ sofort wirklich, wirklich schlecht, ja. Dank an die begrüßte Mutter der Welt oder wie auch immer, die Erde. Und wo gibt es denn noch Christliches? Bin ich der einzige Christ, bin ich der einzige christliche Lehrer? Nun ja, liebe Leute, ihr wisst es doch selbst, ja. Wo wollt ihr schon hingehen, ja? Ihr habt den No Icon, den Savior, ja, die Hohn und Spott zeigen oder nicht, wenn man Biblisches zeigt, die sich davon nichts annehmen oder nicht, die Worte Christi, die Worte von Paulus, die das komplette Alte Testament und alles Biblische ablehnen oder nicht, liebe Freunde, denen nur die Legenden der Kirchen bleiben, nicht wahr? Wir haben so Leute wie den Joggler mit der Numerologie, ja, der sich jeder Diskussion entzieht. Er hat die jesuitische Dreifaltigkeit auch oder nicht, liebe Leute. Er hat all das Weltliche, doch wo ist der Gospel? Ja, liebe Leute, sehr suspekt, nicht wahr? Wir haben den Konrad, ich habe mich ihn angenähert, doch er empfiehlt diese Leute wie FOTM1, ja, der profan daherredet, dass Gott weltlich mit ihm redet, der sich offenbar der Lehre von Paulus widersetzt, wie man sieht. Call for Uprising, ja, mit seinen weltlichen Sticheleien, absolut nicht Christus-ähnlich, Mario nicht Christus-ähnlich, wie er zugibt, ja, der Vigilant Christian. Wir haben so Leute wie James und Lee Dee, die aber immer wieder Hollywood dazwischen haben, die einfach nicht mit ihrer Symbolik aufhören. Wir haben diese ganzen Leute in Deutschland, ja, Bruder-Update, die Ex-Muslime, die jetzt zur Dreifaltigkeit geraten sind, geben sie nicht Katholisches weiter, die da zusammensitzen und diese Filme besprechen. Dann, liebe Leute, ja, wir haben diese kirchlichen Lehren, dann haben wir natürlich The Vision, wo ich nicht sehe, wo da der Gospel ist. Ja, ich weiß nicht, ob es da so ausgereift ist. Die Wahrheit ist einzig, Steiner hier, kleiner Steiner, Gott weiß es, Eyes of Jesus, Siri, Nikodemus, überall die Dreifaltigkeit, sogar Ostern und Weihnachten, nicht wahr? Nature 23, Numerologie, die Freimaurer-Sachen und Endzeitreporter MCM, Weltliches, nicht wahr? Wissenschaft, die Bibel und die Welt, weltliche Herangehensweisen und natürlich weltliche Philosophien, eigene Interpretation, Eigensinnigkeit hinzufügen, auslassen, vielleicht falscher Gospel laut Bibel oder nicht. Wen haben wir sonst noch? Cluster Vision, wo ist die Arche, Politik, dies und das, Ulf, ja, faule Rede, Saturn, ist das dämonischer Astrologiekult in seinem Intro? Ich weiß es nicht. Wen haben wir denn ansonsten noch, liebe Leute? Diese kleineren Sami und so weiter, Dieter mit ihrer Numerologie, die eigentlich immer das Gegenteil von dem zeigen, was die Bibel zeigt oder nicht. Tony Mahoney, Johann Strobel ohne Sabbat mit seinen Vorgaben gegen den Sabbat, selten biblisches. Giovanni Alaimo, auch er nicht immer direkt bei der Bibel oder nicht. Ich mag seinen Kanal trotzdem sehr gerne. Ich meine das nicht böse, wir sind hier nicht im Hip-Hop, ich disse hier niemanden. Ich habe hiervon sowieso nichts. Liebe Leute, sozusagen, also finanziell, weltlich, liebe Leute, wir verlieren das Leben und bekommen das Leben. Und so ist es wirklich. Es gibt ein paar gute Kanäle, ja. Truth Happens, auch Hacking the Headlines, No Greater Love, David Mould, auch wenn er Adventist ist, der hat ein paar gute Sachen dabei. Roger Libby, immer mal wieder etwas Gutes dabei. Und ansonsten bleiben eigentlich nur noch die Leute, die ich hier empfehle. Linus, Siki, Speak the Truth, Angelique M, vielleicht noch Andrew Blatt und Jennifer Koller, das Umfeld, das belehrbare Umfeld von Harvest Glina, Love and Testimony for Jesus, mein Bruder Chris, die Kids, ja, Rich Speaks und Rock Upon Him und natürlich die Liebe in Love, Ti Amo Jesu Christo, Du bist alles. Und natürlich Bruder Silvio, bis zuletzt zumindest auch sehr gut gewesen. Liebe Freunde, das dazu. Ich wurde gefragt, alle Bibeln sind geschützt. Die King James Version, die König Jakobus Version, die es nicht auf Deutsch gibt, ist die ursprünglichste Version. Doch Gott ist lebendig, Christus ist real, er ist in uns, er ist da, er schützt sein Wort.
Die Bibel zeigte nie einen Widerspruch. Unten sind die Veränderungen Gott sei Dank immer aufgezeigt. Stichwort Komma Johanneum, Ostern in der Bibel mittlerweile. Tja, das Ende kommt. Männlich und weiblich erschuf er sie. Jetzt ist das Ende da. Liebe, liebe Freunde, nun, ja, wie auch immer, kommen wir zu dem, was sonst so auffällig ist in Sachen Sonnenkult und so weiter. Hier, das sind eure Vorbilder oder nicht, Jennifer Weist, liebe Freunde. Und was zeige ich hier? Alles ganz, ganz harmlos. Ich zeige, was die Bibel zeigt. Ich finde nicht, dass das hier mit der Bibel zu vereinbaren ist, was ja nicht wundern sollte. Liebe Leute, in der heutigen Zeit, die Christenverfolgung ist ansonsten überall nicht wahr. Doch wir haben hier dieses Bild. Ein Hund. Wieso ein Hund neben einer nackten Frau? Nun ja, wir haben in den Logen den Siriushund, den Lieblingsstern der Freimaurerei, nicht wahr? Und das ist der Stern der Göttin Ishtar. Checkt Madonnas Frozen. Nun ja, dann hier die nackte Frau, nicht wahr? Auf die Weiblichkeit sozusagen wird hier der Fokus gelegt. Wir haben hier eine Schale und natürlich ist das auch ein Sonnensymbol oder nicht. Ja, die Sonnenstrahlen, vielleicht auch eine schwarze Sonne, alles hier illuminiert in der Sonne. Da frage ich mich einfach nur, ist das Logensymbolik? Das wird erlaubt sein. Tattoos laut Bibel nicht christlich, man ist für oder gegen Christus. Was sehen wir? Ein Fisch. Geht das direkt gegen Christus? Ich weiß es nicht. Wir sehen hier eine Schlange. Wirkt das wie ein Phallus-Symbol? Liebe Leute, wir sehen hier die Uhr. Ist das Gevater Zeit, Gevater Tod, Saturn, Satan dazu passend? Das ist alles, was ich zeige. Oder sind die Dämonen vielleicht auch leider generell in den Menschen? Woher kommt die Inspiration? Gott ist Geist. Wenn man Gott nicht hat, wen hat man ansonsten? Wofür stehen hier diese Tattoos, frage ich einfach allgemein. Ja, wir sehen hier die Zeit, die Uhr. Sehen wir hier nicht eine Schlange? Dann sehen wir hier neben den Tieren oder neben dem Tier und neben der Uhr, ja, sehen wir hier die Rose, liebe Leute. Wir kennen die Rosenkreuzer, wir sehen ein Hanfsymbol. Hier, wir sehen hier den Mond, nicht wahr? Und was zeige ich immer wieder? Geht es denn hier um die Mondgöttin, liebe Leute? Sind das Teufelshörner? Ist das Mickey Maus oder was? Die Sonne? Ah, ja, liebe Leute, Arme und Beine über Kreuz, was wird hier vermittelt? Der Schmetterling, die Sonne, liebe Leute, ein Auge und Hund, wie im Himmel so auf Erden, Baphomet und hier drei Streifen, wie beim Saturnkult oder nicht? Und im Hintergrund ein Kubus, wie beim Saturnkult oder nicht, liebe Leute, schwarz und rot, satanisch, nicht wahr? Die Bienensymbolik der Freimaurer, ist das denn übertrieben? Haben wir nicht logendurchflutete Medien mit den Freimaurern, der Atlantikbrücke, dem Bohemian Grove, den Bilderbergern, den Verwandtschaftsverhältnissen Obama mit 8 weiteren ehemaligen Präsidenten verwandt, Madonna, Lady Gaga, Cousine, Justin Bieber, Avril Lavigne, Celine Dion, Gwen Stefani, Carrie Bush, die Verwandtschaftsverhältnisse sind da, nicht wahr, bis zurück zu Vlad, dem Fehler, haben wir nicht die Perversionen, den Satanismus bei Disney, wie im Himmel so auf Erden, Schwarz-Rot-Christus-Pose, liebe Leute, Okkultes, Twerking, hier ein Auge, der Marienkult, nicht wahr, die Venus, die Blume, das sind Werte, die der Bibel überlegen sind, was ist das, wie erweckte Crowley das dritte Auge, es erinnert mich hier an Voodoo-Donut, Altarsymbolik, wie im Himmel, so auf Erden, die Blumen, liebe Leute, schwarz und weiß, rotes Auto, aus dem Vatikan kennen wir den Fächer, geht es hier wieder um die Weißum, die dreifaltige Göttin, wie im Heidentum, Baphomet, liebe Leute, hier können Kinder zusehen, ist das angebracht, ein Auge, hier, liebe Leute, faule Rede, waren die Zeiten früher, zumindest in Sachen Erziehung besser, auch wenn die Bibel zeigt, dass ein Tor zeigt, dass früher alles besser war. Ich lasse heute sehr viel in der Bibel von Zerstörung durch Gott und so weiter. Aber selig, wer Gott alle Zeit fürchtet. Das durfte ich auch gestern noch einmal jemandem zeigen.
So ist es wirklich, mit der Welt ist es bald vorbei. Altar, ein Auge, ja, bei Crowley stand es für Sodomie und so das dritte Auge erwecken. Ist das hier das Manknut, El Diablo, Teufel, Zörner, Handzeichen, Himmelskönigin, Wasser, wie in der Kuppel, Wasser und Himmel, wie im Himmel, so auf Erden. Hier ist das ein Fruchtbarkeitssymbol, wofür steht das? Eine halb bekleidete Frau darin, wie im Himmel, so auf Erden, Engelsymbolik, wie im Himmel, so auf Erden, ein Augen, hier wieder, diese Posen, ist das die 666, blau und rot, und dann sehen wir hier sowas, Schwester Eva, hier blau und rot, und zufällig, wie schon als der erste Teil von S. Stephen King herauskam, sehen wir jetzt wieder überall die Balance, hier auch mit einem Kind, da frage ich, was ist da los, liebe Leute? Nun ja, wir haben unterirdische Bunker, zum Beispiel im Ruhrgebiet in Deutschland, da frage ich mich generell, was ist da los? Wir müssen beten. Jakobsleiter, Disney Programming, schwarz-weiß, weiße Göttin, schwarz und rot. Liebe Leute, was ist das? Die Bilder, Saturn, Kubus, die Blumen. Zum Muttertag sahen wir auch wieder alle möglichen Sachen. Hier checkt man weiter, sehen wir aber erstmal die weiße Göttin, nicht wahr? Mit ein Auge hier. Liebe Leute, Wolfgang beim Dinner, ja, zum Muttertag, nicht zum Pessach, Hintergrund illuminiert, ein Auge Schachbrett, was ist da los? Jetzt zeigen sie überall ihre Mütter, nicht wahr, liebe Leute? Nun ja, Pink, ja, hat einen jüdisch-christlichen Hintergrund, ich bin absolut kein Rassist, Faschist, Antisemit oder ähnliches, ich frage mich, was für Werte hat Pink? Sie ließ ihre kleine Tochter ein Pentagramm samt 666-Symbolik auf die Straße malen. Sie zeigte einst auf Instagram, was nun gelöscht wurde, wie das She Has Risen von Miley Cyrus auf ihrem Instagram-Profil. Ja, sie zeigte etwas gegen Gott und für das tanzende Mondlicht. Ja, ständig der Alkohol auf dem Profil von Pink oder nicht, liebe Leute. Da frage ich mich, was wird hier ausgesagt? Happy Mother's Day, hope it can be as fun as her as I get older. Ist es das, worauf es ankommt, immer nur Spaß zu haben? Sie macht ja so Scherze, dass ihre kleine Tochter ohne Helm und halb bekleidet in der Wohnung mit einem Rad umherfährt, während sie auf ihr Handy sieht, nicht wahr? Ist denn Spaß immer das Größte? We've been through a lot together and at this stage of my life I understand her more than I ever have. I respect her, she makes me laugh. She makes me laugh and she's there when I need her. Mama, so, so und so. Liebe Leute, geht es hier auf um die Himmelskönigin? Ich lese hier immer nur von Spaß, Spaß, Spaß. Wo sind die familiären Werte? Gibt es noch Familien, Mann und Frau, Väter und Mütter, liebe Leute? Und es werden auch immer nur die Mütter gezeigt, nicht wahr? Happy Mother's Day, yeah, so viel. Man sollte auch noch so, humorig drauf sein später, nicht wahr? Madonna, sie unterschrieb ja angeblich einen Vertrag, dass sie Bestiality und Zucht mit Tieren und mit Kindern aus ihrem SCX-Buch herauslässt. Sie schrieb Kinderbücher, sie sagte aber, dass sie zumindest auf ihren Bühnenshows Kabale einsetzt, Siren Records und so weiter, Mambo, laut Wikipedia, eine Voodoo-Priesterin, die schwarze Magie benutzt. Ich enttarnte wirklich umfangreich. Ein Auge überall, Wachsamkeitstest, Idiotentest, leider kein Störz oder nicht. Seht euch die Symbolik an bei der Dame links, wie man so sagt. Aber naja, hier Madonna, sie sagt, wenn sie auf die Knie geht, dann nicht um zu beten. Sie wieder neben einem kleinen Kind, wie so häufig in ihren Musikvideos. Ja, sorry und be a Madonna. Hier, das Kind trägt ein Herzsymbol, ein Gesäßsymbol laut Wikipedia, nicht wahr? Schwarz-rot, schwarz-weiß, blau, rot. Liebe Leute, da werde ich nervös. Ja, hier die Werte via Gematria, wieder ein Datum, dann hier das hier, Star Wars, dann noch das hier abschließend. Ich weiß nicht, was da los ist. Gematria, absolut pervers, absolut satanisch, nicht wahr? Tja, Madonna Seek Her Daughter's Approval, nicht mehr so subliminal, nicht wahr? Sollte nicht die Tochter die Erlaubnis der Mutter suchen? Umgekehrt, Spiegel, Cheetah Print, Schwarz-Rot, drei Streifen, was ist denn da los? Ist Madonna christlich? Macht sie nicht Kabbala? Zeigte sie nicht immer wieder Blasphemie, neulich mit Burka am Flughafen? Doch geht es nicht immer nur
gegen die Christen, was sie alles jetzt zum Pessach zeigte. Vergematria, die Werte, Kirche, Ostern und Paris sind die Dämonen in den Leuten. Es ist schade, wir leben in gewaltsamen Zeiten, wir müssen immer aufpassen. Doch ich zeigte es schon damals, ich sah auf dem damals inaktiven Kanal von Lena Meyer-Landrut auf YouTube einen Weihnachtstruck aus dem Nichts, nicht wahr? Und ich warnte, ich sagte, was ist denn da los? Wir wissen in der heutigen Zeit einfach nie, was passiert, nicht wahr? Und dann kam das in Berlin und so ging es 12-mal weiter. 12-mal zeigte ich Dinge. Ich habe hier die Altare, roten Autos, Blumen, 10 exklusive Themen. Doch an den Inhalten ist eigentlich niemand interessiert und vor allem um die Bibel geht es niemanden, nicht wahr? Hier Gematria, hier und da, liebe Leute, und ja, es geht weiter zu Muttertag, essen und trinken, fressen, saufen, wie zu jedem heidnischen Fest oder nicht. Muttertag, ja, ein Blumenverkäufer erfand es angeblich, aber der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes für die Welt, und das, was in ihr lebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Satan ist der Herrscher der Welt, man kann nicht zwei Herren dienen, und wir sehen ja, was der Muttertag ist. Werden die Prominenten durch ihre Logen dazu angetrieben, immer die kräftige Kette des Käfigs zu bewerben, wie ich es nenne, den Kalender, liebe Leute? Ja, es ist die okkulteste Zeit des Jahres noch immer, oder? Die Kinder und das rote Herzsymbol, das rote Auto im Hintergrund, möchte ich ja eigentlich lesen, was hier steht. Spring is in the air, der Prinz der Lüfte, nicht wahr? Muss ich zu Luft noch mehr sagen? Liebe Leute, das ist unfassbar. Hab genug, ja? Liebe Leute, aber ich habe gar keine Lust, über die Luft zu reden. Ich denke dann in der heutigen Zeit sofort an 9-11 und so weiter. Hier, und so weiter. Wie alt ist sie? 60, 50 oder wie auch immer, Halle Berry. Es ist doch wirklich unfassbar. Faule Rede, gibt es noch die altmodischen Werte? Gibt es noch Anstand, Rücksicht, Erziehung? Sirius Hunde, Wüste, in der Christus verführt werden sollte oder nicht? Noch Fragen, es geht nicht deutlicher. Jesuitische Statue im Hintergrund, weiße Göttin, wir sehen später Engelsymbolik. Hier alles nur nicht die Bibel, nicht wahr? Creepy, weiße Göttin, Saturnkult, Hut, Freimaurerhut, wie im Himmel so auf Erden, ein Bett, Sklaven, was ist da los? Umbrella, erst ein Bild mit jemanden, für den sie für eine homosexuelle Szene im Film Eiskalte Engel bekannt ist. Jetzt hier mit ihrer Mutter die Blumen 5-mal, ja, 5 Blätter, Pentagramm oder was. Wir müssen beten. Oh nein, möchte ich das lesen? Tom Bradys Frau hier, Giselle Bündchen. My kids have expanded my heart in so many ways. They have given my love new meanings. Through them I got to experience the deepest and purest love. Ist das Zufall? Logisch, Logik und Wahrscheinlichkeiten. Wer sagt sowas, wenn er frei spricht? Ja, das Herz führt zu argen Gedanken. Hatte sie die Neugeburt? Ja, ihre Kinder geben ihr die reinste und tiefste Liebe. Ist das nur New Age, der ja sogar aber laut elitärem Satanist Anton LaVey satanisch ist? Liebe Leute, es ist doch so, oder? Tja, liebe Leute, ich nehme alles zurück. Seht mal, was ist das? Kann das Zufall sein? Frage ich da einfach nur. Ja, ihre Kinder machen sie zum Besten, die sie zur Besten, die sie sein kann. Ja, und dann, es ist unfassbar, ja, they are truly the most precious gifts. I'm so grateful they chose me to be their mommy. To be their mommy. Sie sagt, sie ist so dankbar, dass ihre Kinder sie als Mami erwählt haben. Ihre Kinder haben sie ausgewählt, liebe Leute. Unfassbar, unfassbar. Liebe Leute, sollte nicht sie die Mutter sein und hat nicht letztlich Gott all das auserwählt? Wer spricht so, wenn er nicht gegen Gott sprechen möchte? Sind die Dämonen in den Leuten? Ist das mehr als New Age? Wer würde schon sagen, meine Kinder haben mich auserwählt? Ist das nicht direkt gegen die Natur? Ist es nicht direkt gegen das, was Gott gemacht hat? Happy Mother's Day to all the mothers out there. I know sometimes we can be hard to ourselves.
immer das Selbst, nicht wahr? Es geht ja immer nur um Spaß oder nicht. Oh nein. Und dann hier das Gesäßsymbol oder nicht. But all we can do is our best. Wir können beten. Christus soll in uns sein. Er besiegte die Welt und den Tod. Sending so much love, Gottes Liebe. Und dann hier das Ganze nochmal anders. Liebe Leute, BBC's in denial. Hier, ich zeige es euch, liebe Leute. Wieder hier ein Riesenrad, wie in Seattle, 3.11. Liebe Leute, tja, Materialismus, alles was zählt, nicht wahr? Hier hat angeblich jemand zur Bibel gefunden, wir müssen beten, aber blau und rot, rotes Auto, ein Auge, Hund, dreimal, Giselle Bündchen auch in weiß. Hier, liebe Leute, das sind die Christen, nicht wahr? Rage Room, ja, in einem Raum, die ganze Wut auslassen, wie im Himmel, so auf Erden. Naja, hier, oh Mann, die Schuhe, rot, Ost, nicht wahr? Hier wie Christina Aguilera und so weiter. Diese Fotos ist das Göttinnenkult. Die Blumen, Paul, Hollywood, Abby, Champion. Was sind das für Namen? Hier die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott, ist das ein Mond. Und dann zufällig, nicht wahr? Lady in Red, Hure Babylons, ich frage. Typisch blonde MK-Ultra-Opfer. Sagen das manche andere dazu. Was ist da los? Immer dasselbe, aber oder nicht? Ein Auge, es ist doch da. Oder Sirius Hund, Saturnkult, Hut, ein Auge, Fesselsymbol. Symbolik überall, blau, rot, schwarz, weiß, ein Auge, Christus, Pose, Reiter der Apokalypse. Ist das denn Zufall, dass das überall immer, 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 immer dasselbe ist? So sieht es aus, so ist es oder nicht? Ein Auge, schmaler Weg, rote Autos, Leonardo DiCaprio hier, BMOS, Elefant, Kinder vorschicken, wenn man keine Argumente hat. Nicht wahr, es gibt keine Argumente oder nicht. Ist das das, was ihr der Bibel entnehmt, was ihr der Wissenschaft entnehmt? Rotes Auto, es ist alles vorbei. Geht es hier um Sodomie, um die weiße Göttin? Hier, Hänsler, wegen fauler Rede in die Schlagzeilen geraten oder nicht, Christus, Pose und überall sind sie mit den Müttern und dann das hier und dann die Mutter Erde. Es ist wirklich unfassbar. Beyoncé, Christus, Pose. Nicht wahr, Ariana Grande mit schwarzer Sonne oder was? Ja, ja, oh my life to my mama, where is God? Hier natürlich die Rastas, was unterscheidet sie von der katholischen Lehre, von der Welt? Sie hier und dann der, das Unfassbare, sogar Becky Lynch erwähnt hier Gott, wer ist ihr Gott? God helps the one who tries to separate the man from a twin. Sie nennt sich selbst der Mann, wer sie von ihren Zwillingen den Gürteln trennt. Wieder Materialismus, nicht wahr? Dem Gnade Gott. Und hier Rihanna. Unfassbar, liebe Leute. Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Wer die Wellen, das, was in ihr es liebt, hat die Liebe des Vaters nicht. Multimillionärin, Reiche kommen nicht in das Himmelsreich, nicht wahr? Heute ist ja immer alles Böses richten. Gibt es noch Moral, ja? Sie aufgetreten als Prinzessin der Illuminati, Christus sprach nichts im Geheimen, was er ins Ohr flüsterte, sollte von den Dächern gerufen werden. Liebe Leute, er starb für alle, er rettete die Menschen. Er rettet die Menschen, liebe Leute, ja. Ist das eine antichristliche Lehre, was wir immer von ihm sehen? Die größte Blasphemie, die ich hier gesehen habe in ihrem neuen Film, nicht wahr? Guava Island. Um das Heidentum, nicht wahr? Es ist nicht wie beim Turm von Babel, zusammenkommen für irgendwelche sieben Gottheiten, für irgendwelche Götzen. All das sehen wir bei ihr und sie zitiert hier die Bibel. Unfassbar, liebe Leute. Und sie wurde auf ihre Geheimsymbolik, wie es viele sehen, ja, sie wurde auf Symbolik, die wohl da ist für die für manche. Da ist die manche zu erkennen meinen angesprochen und sie sagte nur, ja, ich bin eine Teufelsanbeterin in einem Interview und so jemand zitiert hier die Bibel, redet hier über Gott. Ich möchte ich eigentlich lesen, was da auf der rechten Seite steht, ich weiß es nicht. Happy Mother's Day to all the mothers. Mothers to be, mother figures, and to those who lost their beautiful moms in the flesh. Sie redet auch noch biblisch daher. You deserve to be treated with the highest level of respect today and every day for your selfless, thankless role in our lives. Here's to the women who raise us, teach us, feed us. Oh Mann, liebe Leute, Molders, Discipline, Us, Unconditional Love, ja, ja, aber
Liebe Leute, wo ist da Gott? Und sie zeigt hier den Bibelvers, Proverbs hier. Liebe Leute, Epilogue. The wife of noble character. A wife of noble character who can find. She's worth far more than rubies. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Unfassbar, liebe Leute. Sie redet hier, ja, von den edlen Frauen. Wo kann man sie noch finden, ja? Aber sie zeigt nicht, was eine solche Frau ausmacht oder nicht. Und es geht hier weiter, ja? Ist das hier, passt sie hier die Bibel Göttinnenkult an, ja? Eine Frau hier, die Frau wird überall verehrt. Doch wo ist denn der Mann, ist das Haupt der Familie? Hat das irgendetwas mit Ungerechtigkeit zu tun? Lesen wir nicht trotzdem Bibelverse wie diesen? Doch worum geht es diesen Leuten hier? Wo sind noch gottgefällige Familien? Steht sie nicht auch für all das ein, was die Welt heute zeigt? Die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott. Liebe Leute, Kabaka Pyramid hier mit der Mutter. Unfassbar, AJ Styles. Das Logo sieht aus wie das der P2-Propagandaloge aus Rom oder nicht. Christus Pose, immer wieder bei ihm an Knute, El Diablo Teufel zu einer Handgeste. Ja, Sega, das Ding heißt original Genesis, nicht wahr? Ein Auge bei den Wrestlern, wir müssen beten. Liebe Leute, gibt es irgendwo noch Menschen, die nicht schlecht sind? Sehen wir uns um, ist das hier der Sirius? Hund, hab genug, Girl Almighty Shirt hatte sie an. Wir sind hier auf shopdisney.de. Liebe Leute, ein Auge, Ariel, gibt es da nicht anzügliche Szenen drin? Disney recherchiert dreifaltige Göttin oder was? Hier für Hunde. Liebe Leute, wird heute alles immer pervertiert, was gut vor Gott ist? Behemoth Elefant, dreifaltige Göttin. Hier Gesäßsymbolik, I pray, sind das hier die Christen, liebe Leute, 666, Freimaurischer Brillengriff, das Symbol Gottes, wurde es hinterhältig gestohlen, blau und rot überall und dann noch hier zum Muttertag die Blumen, unfassbar, liebe, liebe Freunde, ich bete für mich um Einsicht und Erkenntnis für die Obdachlosen, möge es ihnen gut ergehen, für die Vermissten, für Frieden in Jerusalem und christlichen Gemeinden, für Führung, für alle in Bewusstseinskontrolle, Besessenheit, in Einsamkeit, für alle, die leiden und Sorgen haben, Nötigung, Gewalt, Armut, Krieg und Krankheit, gebt eure Sorgen an Gott ab, liebe Leute. Ich bete für die Verführer der Welt und für meine Feinde, für meine Familie, für eine Familie, für für meine ehemaligen Freunde, für die Feinde, liebe Leute, ich darf allen vergeben, ich bitte für die Leute, für alle Menschen dort draußen, meine lieben Freunde, für euch alle, ob tot und lebendig und ob tot oder lebendig, ich bete für alle, ja, die Geister sind Dämonen und ich bete besonders für die Kinder, auch für die Tiere. Ich bete für alle Menschen, liebe Leute. Heute ist der Geburtstag meiner lieben Freundin Tina Hasem, die ich online machte. Und sie sagte immer, wenn man mal hört, dass ich Selbstmord begangen hätte, dann glaubt das auf keinen Fall. Sie hatte immer ein bisschen Ärger in ihrer Umgebung. Ja, und was ich später so aus ihrem Umfeld hörte, das sind Dinge, wie ich finde, gar nicht so von Tina gehört habe, meine lieben Freunde. Ja, also ich weiß einfach nicht, wer sie richtig kannte. Ja, liebe Freunde. Und ich weiß nicht, was dort los war. Letztlich kam es einfach, wie es kam bei ihr. Sie starb sehr früh mit über 50 Jahren. Und das ist aber ein richtiger Freund, ja, eine richtige Freundschaft, die man da online hatte. Und ich verlasse mich wirklich auf Gott, liebe Leute, dass da alles in Ordnung ist. Ja, das war meine erste Abonnentin auf meinem Originalkanal. Und tja, wir haben jederzeit Jubel, wir haben die Hoffnung. Wir sehen die Leute sehr, sehr, sehr bald wieder, liebe Leute, die entschlafen sind. Denn
Sie verstarb leider vor einigen Monaten, liebe Leute. Ja, sie verstarb. Und ja, ich weiß nicht genau, wer von euch sie kannte, wer sie persönlich kannte, aber ja, Gott vergibt ihr alle Sünden, denn ich denke, ich kannte sie ganz gut und sie war die meiste Zeit, denke ich, bis zuletzt wirklich noch voll sie selbst, wenn man das so sagen kann. Und sie hatte immer gute Absichten, das möchte ich zeigen. Ja, sie hatte immer gute Absichten, war immer guter Dinge. Und wenn man mit ihr sprach, ein ganz lieber Mensch und das ist das. Liebe Leute, ich bitte so, ich suche und ich klopfe an. Alles tue ich im heiligen und unbesiegbaren Namen. Jesus Christus, Amen. Bitte abonniert, was sage ich, Zeit für die Bibel. Vielen, vielen Dank für alles. Jetzt lest die Bibel. Halleluja, Abba, Vater, Maranatha, Shalom.